Mein Name ist Johannes Vogel. Ich bin hier Generaldirektor des Hauses und ich freue mich unheimlich, dass Sie heute Abend wieder zu uns gekommen sind. Wissenschaft im Sauriersaal ist jetzt im vierten Jahr. Wir machen das zusammen mit der Humboldt-Universität, mit der wir eine lange gemeinsame Vergangenheit und eine noch längere gemeinsame Zukunft haben werden. Wir versuchen hier zu aktuellen Themen aus den Naturwissenschaften, aus den Wissenschaften mit der Gesellschaft zu reden. Und das werden Sie heute Abend exemplarisch hier erleben. Es geht darum, wie wir uns vielleicht in der Zukunft mit den Pflanzen verhalten wollen. Sie einfach nur zu verbrennen, wie das in vielen, vielen Ländern der Erde, nicht nur im Amazonas passiert, halte ich nicht für nachhaltig oder smart. Was wir aber machen können, werden wir ja vielleicht gleich hören. Es ist uns ganz wichtig, dass Wissenschaft und Gesellschaft mehr miteinander zu tun haben. Und Sie haben vielleicht gehört, dass in den nächsten 10 Jahren hier auf diesem Gelände viel passieren wird, weil eben halt das Abgeordnetenhaus Berlin und der Bundestag entschieden haben, uns eine sehr große Summe zu geben, um hier gemeinsam mit der Humboldt-Universität einen neuen Campus zum Thema Natur und Gesellschaft aufzubauen. Das wird eine spannende Sache, glaube ich, die spannendste, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Und wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin dabei begleiten, treu bleiben. Und was Sie auch, worauf wir alle sicher sein können, ist, dass was auch immer wir hier tun, wird wissenschaftsbasiert sein. Denn nur das hilft uns, unsere Demokratie zu stabilisieren und unsere Demokratie hilft uns, die Wissenschaft zu stabilisieren. Und da müssen wir täglich dran arbeiten und das tun wir gerne mit unseren Besuchern, mit unseren Wissenschaftlern. Ich freue mich also sehr, dass Sie hier sind. Was mich mit Detlef Weigel verbindet, ist, dass wir beide mit Pflanzen und Genetik arbeiten, sogar mal gemeinsame Lieblingspflanzen gehabt haben. Ich muss jetzt hier ein Museum leiten. Er ist immer schon der bessere Wissenschaftler gewesen und das wird er Ihnen auch gleich noch beweisen. Jetzt aber erstmal möchte ich an Frau Professor Ehrenhafter Murray übergeben, die die beiden Rednerinnen und Redner heute Abend einführt. Herzlich willkommen. Gut, einen schönen guten Abend allerseits, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind heute Abend. Mein Name ist Ehrenhofer Murray, ich bin von der Humboldt-Universität und ich werde durch diesen Abend geleiten. Ich kann auch schon sagen, wir haben einen spannenden Abend vor uns, einen besonderen Abend, weil zum einen haben wir ein hochaktuelles Thema, ein sehr spannendes Forschungsfeld, das wir heute besprechen möchten. Und zum anderen haben wir uns ein ungewöhnliches Format ausgedacht. Das ist sozusagen ein Experiment auch heute. Das Thema des heutigen Abends ist die Genomeditierung. Der Titel der Veranstaltung war Revolution in der Genomeditierung. Wo sind die Grenzen? Vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Genomeditierung, das heißt, wir haben heutzutage die Möglichkeit, das Erbgut eines Organismus punktgenau zu verändern und dem Organismus dadurch neue, veränderte, vielleicht verbesserte Eigenschaften zu geben. Das heißt, wir können sowas wie eine Chirurgie am Genom vornehmen. Um das machen zu können, benötigen wir eine sogenannte Genschere, also sowas wie ein molekulares Skalpell, was die DNA schneidet. Und das ist nun der Ort, wo diese Revolution stattgefunden hat, nämlich dass in 2012, also erst vor 7 Jahren, eine neuartige solche Genschere entdeckt wurde, die CRISPR-Genschere. Und das hat zu einem Tsunami in diesem Forschungsfeld geführt. Und wir haben gerade in den letzten 3 Tagen hier an der Humboldt-Universität eine Fachkonferenz zu diesem Thema gehabt, sehr interessant. Und einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind auch heute Abend hier.
Ja, was ist besonders an der CRISPR-Genschere? Sie ist schneller, besser, genauer, kostengünstiger als alle bisher bekannten Genscheren. Und deswegen ist sie so gut einsetzbar. Und die Wissenschaft hat sehr schnell realisiert, dass damit Möglichkeiten eröffnet werden, die vorher nicht möglich waren. Und das Fachfeld, also sehr viele Leute arbeiten nun mit diesem Werkzeug, diesem molekularen Werkzeug. Nun gibt es aber auch kontroverse Anwendungen von CRISPR. Und die jüngste Kontroverse dazu war im vergangenen Winter, als bekannt wurde, dass zwei Babys geboren wurden, deren Genom mit der CRISPR-Genschere verändert wurden. Es hat völlig berechtigterweise zu einem großen Aufschrei geführt und spätestens zu diesem Zeitpunkt ist dieses Thema und dieses Stichwort in die breite Öffentlichkeit gekommen. Ja, das heißt, Sie haben Fernsehsendungen vielleicht schon gesehen zum Thema CRISPR, Sie haben Zeitungsartikel gelesen, in der U-Bahn wird darüber gesprochen, ja, vielleicht sogar am Stammtisch und jetzt eben auch heute Abend hier. Ja, wir möchten uns dem Thema heute Abend in der folgenden Weise widmen. Wir haben zwei Gäste eingeladen, eine Künstlerin und einen Wissenschaftler. Und die beiden werden heute Abend miteinander dieses Thema besprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich die beiden vorstellen kann. Unser erster Gast heute ist Frau Cherie Domingo. Frau Domingo ist Künstlerin und Illustratorin. Sie hat in Kassel und in Brüssel visuelle Kommunikation studiert und sie lebt und arbeitet hier in Berlin. Sie hat sich schon mit dem CRISPR-Thema auseinandergesetzt und hat in Kassel in einem Projekt zusammengearbeitet mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und jetzt sind wir eben sehr gespannt, wie denn jetzt Ihre Sicht auf die Genomeditierung und die CRISPR-Genschere ist. Unser zweiter Gast heute Abend ist Professor Dr. Detlef Weigel. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen. Der Wissenschaftswelt brauche ich Herrn Weigel nicht weiter vorstellen. Er ist sehr gut bekannt als Pflanzengenetiker. Er hat sehr wichtige Arbeiten gemacht für unser Verständnis der Blütenentwicklung von Pflanzen, genetische Variation in Pflanzen und er nutzt die Genscheren zur Genomeditierung in Pflanzen. In der Wissenschaftswelt ist er eben sehr hoch ausgezeichnet. Ich erwähne da nur zwei Punkte von den vielen Auszeichnungen, die er für seine Arbeit bekommen hat. Er hat den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen. Das ist der höchste Wissenschaftspreis im deutschen Wissenschaftssystem. Und er hat Forschungsförderung vom European Research Council, ERC. Auch das eine der höchsten Auszeichnungen, die man bekommen kann. Darüber hinaus ist Herr Weigel auch als Wissenschaftskommunikator sehr aktiv tätig. Und auch hier sind wir jetzt natürlich sehr interessiert, wie denn seine Sichtweise auf die Genomeditierung ist. Das heißt, was wir heute machen, ist, dass die beiden sich erst einzeln ihre Vorstellen bzw. ihre Gedanken zur Genomeditierung darstellen. Und die beiden treten dann in ein Gespräch ein. Das heißt, sie stellen sich gegenseitig Fragen und kommen auf diese Art und Weise ins Gespräch und in einen Dialog über dieses Thema. Im Anschluss haben Sie als Publikum die Möglichkeit, Fragen an unsere beiden Gäste zu richten. Und danach, wenn Sie dann noch Fragen haben, können Sie auch gerne zu einem persönlichen Gespräch kommen, zu unseren beiden Gästen, die stehen noch zur Verfügung, beziehungsweise auch das Team, was das alles vorbereitet hat, steht Ihnen nachher für Fragen, Diskussionen sehr gerne zur Verfügung. Wie immer ist das Museum
bis 22 Uhr geöffnet. Sie können sich also auch gerne hinten einen Drink nehmen an der Bar, wenn Sie es nicht schon getan haben, und ein bisschen in diesem ganz wunderbaren Museum flanieren, sich die Exponate anschauen oder einfach das schöne Ambiente dieses tollen Sauriersaals in sich aufsaugen. Wenn Sie im Nachgang zum heutigen Abend nochmal das eine oder andere nachschauen möchten, so haben Sie die Möglichkeit, auf YouTube das Video sich anzuschauen. Sie finden das unter dem Stichwort Sauriersaal, und Sie finden auch Videos der vorangegangenen Veranstaltungen für den Fall, dass Sie mal nicht hier sein konnten. Gut, genug der Vorrede. Ich freue mich sehr auf einen spannenden Abend. Ich bin sehr gespannt, wie Sie denn so miteinander sprechen. Bitte begrüßen Sie mit mir unsere beiden Gäste, Frau Domingo und Herrn Weigel. Hallo. Guten Abend, mein Name ist Cherie Domingo. Ich bin Comiczeichnerin und Illustratorin aus Berlin. Und ich freue mich sehr, den Abend heute und diese Diskussion, den Diskussionsabend eröffnen zu dürfen mit einem kurzen Vortrag. Warum Künstler? Warum ich als Comiczeichnerin hier stehe? Ich denke, dass Wissenschaften und Kunst eine ganz gute Symbiose ergeben können. Künstler können Sachverhalte veranschaulichen und Sachverhalte zugänglich machen. Sie sind eine ganz gute Schnittstelle zwischen Wissenschaften und der breiten Öffentlichkeit, weil das ist das Ziel von heute, die breitere Öffentlichkeit mit in den Diskurs mit einzubeziehen über CRISPR und die Folgen, die es vielleicht auch auf unsere Gesellschaft haben könnte. Was man hier sieht, ist ein Foto von mir und anderen Comiczeichnern, die einen Crashkurs zu CRISPR in Kassel bekommen haben und Ausschnitte von einem gezeichneten Protokoll, das ich während der 2 Tage angefertigt habe. CRISPR-Cas. Wenn man an Wissenschaften denkt, denken die meisten vielleicht an das All, an Space, Stephen Hawking, schwarze Löcher, oder vielleicht an Dinosaurier, aber die meisten denken eigentlich gar nicht an Mikrobiologie, oder mir ging es zumindest so. Ich frage mich, was ist das Pendant von Jurassic Park für die Mikrobiologie? Dass Mikrobiologen den ganzen Tag ins Mikroskop schauen, das ist ein Klischee, das sich aufgelöst hat nach meinem Kurs. Und die meisten Leute gucken immer noch verständnislos, wenn man ihnen von CRISPR-Cas erzählt. CRISPR-Cas hört sich an wie etwas, das man essen kann. Aber dann erzähle ich den Leuten, wie krass es eigentlich ist und wie schnell und präzise und günstig man die Genome von anderen Organismen verändern kann. Und dann hören sie Leute ganz gespannt hin. Denn was könnte man denn mit CRISPR-Cas machen? Könnte man Pokémon damit machen? Oder Jurassic Park? Können wir glutenfreies Weizen züchten? Könnten wir das Mammut zurückbringen? Könnten wir uns für immer jung halten? Könnten wir alle Krankheiten heilen? Können wir leuchtende Pflanzen züchten? Können wir uns stärker und schlauer machen, als wir sind? Können wir Malaria ausrotten, indem wir alle Moskitos ausrotten? Und was ist mit Elfenohren? Und auch mich hat die Frage interessiert. Bei dem Kurs konnte ich es nicht lassen zu fragen, ob ich mich theoretisch jünger crispern könnte oder ob nicht ein perfider Staat die Möglichkeit hätte, superschlaue Menschen heranzuzüchten. Die Frage ist nur, wollen wir das wirklich in die Keimbahn des Menschen eingreifen? Aber es ist, wie schon erwähnt, allerdings auch schon passiert, letzten Jahres mit He Yang Ku, der scheinbar Genexperimente an Babys
ausprobiert hat. Und deshalb stellt sich die Frage nach Ethik und Verantwortung. Und spannend ist dabei auch die Frage, wer hat überhaupt die Deutungshoheit über Ethik? Der Mensch will mal wieder Gott spielen. Den Satz hört man oft, wenn man über Genomeditierung redet. Und man hört ihn auch von Leuten, die gar nicht an Gott glauben. Aber was sich hier vielleicht zeigt, ist vielleicht eine gewisse Angst oder eine Skepsis gegenüber den Wissenschaftlern. Jeder kennt das Klischee des wahnsinnigen, genialen, aber egozentrischen Wissenschaftlers, der komischerweise in der Popkultur oft männlich dargestellt wird. Und deswegen möchte ich an der Stelle ein Zitat anführen. Das ist aus dem Buch Speculative Everything von Fiona Ruby and Anthony Dunn. Of course, we have always been able to design nature through selective plant and animal breeding. But the difference now is the speed at which these changes will manifest themselves and the extreme nature of changes. Also wir waren schon immer in der Lage, durch Züchtung Organismen zu züchten, aber heute in einer großen Geschwindigkeit. Und auch Jennifer Doudna hat unheimliche Träume. In my dream, a friend had come to see me and said, I have a very powerful person with me who I want you to meet, and I want you to explain him how this technology functions. It turned out it was Adolf Hitler with a pig face. Das ist eine true story, das war wirklich ein Albtraum von ihr. Und deswegen, Technologien entwickeln sich heute schneller, als wir sie als Gesellschaft manchmal verstehen können oder darauf reagieren können. Und deswegen sind solche Abende wie heute gut, um mit der breiten Öffentlichkeit darüber zu diskutieren. Und ab wann, wie viel Skepsis nötig ist und ab wann Innovationsfeindlichkeit beginnt, das können wir vielleicht heute miteinander besprechen. Was bedeutet es in Zeiten von Gen- und Informationstechnologie, Mensch zu sein? Was bedeutet es, im Einklang mit der Natur zu sein? Wo positionieren wir uns? Und was ist überhaupt Natur? Und was bedeutet natürlich? Also laut Google ist es auf jeden Fall schon mal grün. Es gibt diese Vorstellung von der Natur als etwas Statisches, Ursprüngliches, etwas, das sich nicht verändert. Und wir als Menschen stehen im Gegensatz dazu. Wenn man einen Blick ins Wörterbuch schaut, sieht man, dass wir Menschen uns oft nicht als Teil der Natur begreifen. Unser westliches Handeln und Denken gegenüber Pflanzen und Tieren ist sehr geprägt von der aristotelischen und christlichen Vorstellung, dass der Mensch über allen Organismen stehen würde. Hierzu ein kurzer Cartoon. Human, animal, plant, God, divine light. Aber wie kommen wir überhaupt darauf, dass wir die überlegene Spezies sind und vorherrschend? Denn nehmen wir den Kulturmais, sind wir nicht diejenigen, die Samen überall hin schleppen durch die ganze Welt und Wälder roden, um ihn anzubauen? Damit er über seine Artverwandten wie der Theosinte genetisch überlegen ist? Aber zu dem Kulturmais wird Ihnen Dr. Detlef Weigel noch mal mehr erzählen. Ich würde gerne zum Ende meines Vortrags noch mal auf die Frage von Ethik und Verantwortung kommen. Denn damit wir uns mit neuen Technologien wie CRISPR-Cas nicht die Zukunft versauen, müssen wir uns vielleicht nicht fragen, was können wir damit machen, sondern was wollen wir damit machen für eine wünschenswerte Zukunft und auch im Sinne unserer Gesellschaft. Und interessant hier ist, dass Wissenschaftler vielleicht eher fragen würden, nicht was wollen wir machen, sondern was müssen wir mit dieser Technologie machen, wenn man vielleicht bedenkt, welche Krankheiten man damit heilen kann. Und wenn wir jetzt alle Modalverben einmal durchspielen wollen, was dürfen wir mit dieser Technologie machen? Was die interessante Frage aufwirft, wer hat überhaupt die Autorität,
etwas zu verbieten und etwas zu erlauben. Und damit wäre ich am Ende meines Vortrags angelangt. Danke. Guten Abend, ich bin Detlef Weigel. Ich freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen. Das waren schon spannende Gespräche, die Cherie und ich hatten im Vorfeld dieses Abends. Und ich freue mich auch schon darauf, nach meiner Einführung zum Thema mit Cherie darüber zu diskutieren und danach hoffentlich auch mit vielen, vielen von Ihnen. Ich bin Genetiker. Wenn man mich fragen würde, was ist dein Beruf, was ist Ihr Beruf? Ich würde mich als Genetiker bezeichnen. Das ist, was ich spannend finde. Ich bin auch Schrebergärtner. Das sind Bilder hier aus meinem Schrebergarten von diesem Jahr. Ohne Gentechnik, fast ganz ohne Düngung. Ich bin recht aktiv in den sozialen Medien und auch vorab, das sage ich immer, ich berate ab und zu die Industrie, aber der Großteil meines Einkommens kommt von Max Planck. Cherie hatte den Mica-Mais, das ist ein toller Ausdruck, hier schon eingeführt. Der Mais, so wie Sie ihn kennen, der sah früher tatsächlich ganz anders aus. Früher ist nicht ganz richtig, weil es noch ein paar Pflanzen, ein paar wilde Pflanzen von diesem wilden Gras gibt, dem Teosinte. Aber ich würde sagen, dass wohl kaum jemand hier, und da schließe ich mich selbst ein, wenn wir nach Mittelamerika fahren würden und uns jemand dieses Gras zeigen würde, ich glaube, kaum einer von uns würde erkennen, dass es sich da um den Vorläufer des Mais handelt. Die Architektur dieser beiden Pflanzen ist vollkommen unterschiedlich und Sie sehen auch, dass die Kolben ganz anders aussehen. Hier der Mais, wie Sie ihn kennen, so ein Maiskolben hat 800 Körner, 12 bis 16 von diesen Körnerreihen. Die Körner sind nackt, sie sind unbedeckt, also nicht mit einer harten Schale umgeben. Und der Reifekolben zerfällt nicht. Und das hat was damit zu tun, was Cherie vorhin gesagt hat. Haben wir den Mais domestiziert oder hat der Mais uns domestiziert? Der Mais könnte uns ohne uns gar nicht mehr überleben. Wenn so ein Kolben auf die Erde fällt und die 800 Körner auf einmal sprossen, die nehmen sich gegenseitig das Licht und Wasser weg und so weiter und würden aussterben. Also die brauchen uns, dass wir da die reifen Körner runterzupfen und dann schon ordentlich verteilen. Das ist übrigens, da bin ich nicht drauf gekommen, diese Idee, wer hat eigentlich wen domestiziert. Gibt es ein wunderbares Buch von Michael Pollan, den einige von Ihnen vielleicht schon mal gelesen haben, weil er sich auch über Essen und moderne Landwirtschaft unheimlich beschäftigt. Das heißt Botany auf die Seier, sehr, sehr lebenswert. So, hier ist jetzt der Kolben des Wildgras Teosinte, sieht wirklich radikal anders aus. Nur so eine Handvoll Körner in zwei Reihen, umgeben von diesen harten Kaspeln. Also da muss man richtig pulen, bis man da rankommt. Und der reife Kolben zerfällt. Das ist normal so bei wilden Gräsern. Wenn die Samen reif sind, die zerfallen, damit halt die Samen schön verteilt werden. Und das haben wir Menschen vielen von unseren Kulturpflanzen abgezüchtet, dieses Zerfallen, weil das ist ja wirklich lästig. Man möchte, dass so eine Frucht zusammen bleibt. Interessanterweise, obwohl diese beiden Arten so radikal anders aussehen und gemeinsame Vorfahren haben, die nur etwa 5000 Jahre zurückgehen. Die Hauptunterschiede beruhen nur auf 5 Genen von den etwa 40.000 Genen, die der Mais und der Teosinte haben. Und dass die nah miteinander verwandt sind, das kann man daran sehen, dass man die tatsächlich immer noch kreuzen kann. Teosinte und Mais und dann diese F1, F, das steht für Filialgenerationen. Diese Hybride sehen tatsächlich so intermediär aus, haben so eine Anzahl von Körnern, die in der Mitte liegt, die Reihe, die Anzahl der Körnerreihen ist so in der Mitte, die Körner sind halb bedeckt, das können Sie vielleicht sehen, das passt alles.
alles ganz gut. Das heißt, man kann die miteinander kreuzen und wir kommen nachher noch darauf zurück, warum, das wird in dem Zusammenhang interessant sein, warum Genomeditierung sehr hilfreich sein kann. Weil, um das schon mal vorwegzunehmen, das Wildgras, das hat tatsächlich, obwohl es so anders aussieht, hat genetische Eigenschaften, die für den modernen Mais, die in der modernen Maiszüchtung interessant sind. Aber Sie sehen hier, wenn man diese Kreuzung macht, dann bekommt man etwas, was also total unbrauch erstmal ist. Und wenn man nur durch normale Kreuzung wieder zu dem Mais hinkommen möchte, wo man halt diese Merkmale überführt hat aus dem Wildgras, die interessant sind. Das ist sehr, sehr schwierig, sehr, sehr aufwendig, dauert sehr, sehr lange und deshalb wird das eigentlich nicht gemacht. So, mein Zugang zu dem Thema Genome Editing, ich versuche das wirklich so ein bisschen hintenrum zu machen, bevor ich darauf komme, möchte ich mit Ihnen diskutieren, wie und wie stark sich Erbgut überhaupt verändert. Cherie hat das schon angesprochen. Natur, da denken wir eigentlich erstmal an etwas Beständiges. Wir Natur erhalten, da ist das ja auch drin, dass die Natur, das ist etwas Statisches. Und was mich in meiner Wissenschaft fasziniert, ist die Evolution. Und auch bei der Evolution, wahrscheinlich die meisten von Ihnen denken erstmal hier an sowas wie Dinosaurier, Sachen, die vor ein paar hundert Millionen Jahren stattgefunden haben. Aber Evolution passiert jeden Tag, heute, überall. Evolution passiert in Ihnen jetzt gerade. Sie tragen viele, viele Bakterien in sich und diese Bakterien zum Beispiel, die verändern sich die ganze Zeit. Bisschen Hintergrund, ganz ohne Fachdinge geht es heute Abend nicht. Es gibt ganze Menge verschiedener Arten von Mutationen. Heute Abend möchte ich mit Ihnen nur relativ einfache Mutationen diskutieren. Sie sehen alle, was da abgebildet ist, ist DNA oder DNS, Desoxyribonukleinsäure, die Chemikalie, die das Erbgut darstellt, die in diesen vier Varianten kommt, diese vier Basenpaare, A, T, C, G, jetzt so, und die doppelsträngig ist und wo A immer auf T passt und G auf C und so weiter, da können Sie sich sicherlich dran erinnern, aus der Schule noch. Und wenn so eine Mutation passiert. Mutation, das bedeutet zum Beispiel UV-Licht oder Strahlung oder wenn DNA repliziert wird, wenn unsere Zellen sich vervielfältigen und so weiter, sind Mutationen unausweichlich. Die Maschinerie, die das macht, die ist schon sehr präzise, aber immer wieder passiert ein Fehler. Der Normalfall ist, dass diese Fehler repariert werden. Und das ist der Grund, warum die meisten von uns, selbst in meinem Alter, noch recht gesund sind, weil es diese ganz, ganz effektiven Reparaturmechanismen gibt. Leider sind die aber nicht 100,000000000% effektiv. Ab und zu gibt's doch mal einen Fehler und dann gibt's diese Arten von Mutationen zum Beispiel. Zum Beispiel ist es so, dass dann eine Base auf einmal fehlt. Das nennen wir eine Deletion. Oder es gibt eine Base zusätzlich oder es gibt eine andere Base, also diese Insertion und dann rechts die Substitution. Und wir haben vor etwa 10 Jahren uns gefragt, wie oft kommt das eigentlich vor, dass solche Mutationen auftauchen? Und die sind, weil die so selten sind, war das bis vor etwa 10 Jahren sehr, sehr schwierig, das zu messen. Aber mit diesen neuen Instrumenten, mit denen man Genome durchsichten kann, relativ einfach und relativ preisgünstig, konnten wir uns auf einmal viele Genome sehr, sehr genau angucken. Da haben wir ein ganz simples Experiment gemacht. Wir haben die Pflanze, mit der wir normalerweise arbeiten, das ist ein kleines Kraut aus der Senffamilie, heißt Ackerschmalwand, haben wir uns ein Pflänzchen genommen.
genommen und haben dann mehrere Nachkommen von derselben Pflanze gesagt, okay, die ziehen wir jetzt eine Linie 30 Generationen lang, diese Linie 30 Generationen, weitere Linie 30 Generationen, haben das also mit mehreren Linien gemacht und haben dann das Erbgut, die Genome verglichen von den Linien, die wir 30 Generationen einfach nur alleine vermehrt haben. Und sollte dazu sagen, das sind selbstbefruchtende Pflanzen, das macht das Ganze ein bisschen einfacher, und haben dann das verglichen mit dem Erbgut aus der ersten Generation. Und was wir da gesehen haben, ist, dass die verschiedenen Arten von Veränderungen, also G kann zu C werden, G kann zu A werden und so weiter, dass sie nicht alle gleich häufig sind. Da gibt es auch eine Erklärung für, das ist heute Abend nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir gefunden haben, ungefähr eine Mutation pro Generation. Und das ist wirklich sehr, sehr selten, dieses kleine Pflänzchen. Da gibt es ungefähr 100 Millionen Bausteine im Erbgut. Und das ist ein Fehler unter 100 Millionen. Und da sehen Sie auch, so eine Messung zu machen, eins von 100 Millionen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Und das gelang dann erst mit diesen neuen Methoden. So, da stellt sich dann die Frage, eins von 100 Millionen hört sich selten an, oder? Ja, hört sich selten an. Was bedeutet das in der echten Welt? Ja, also Ackerschmalwand, vermute ich, dass leider wenige von Ihnen die Ackerschmalwand so sehr am Herzen liegt, wie sie es mir tut. Und Sie sind vielleicht also eher dem Weizen zugetan. Deshalb jetzt fragen wir mal, wie das mit dem Weizen ist. Also bei der Ackerschmalwand, die hat so 100 Millionen Basenpaare BP, das ist diese Abkürzung hier im Erbgut, 0,1 Milliarden. Der Weizen, der hat 10 Milliarden, etwa 100 Mal so viel. Und wir wissen, dass Mutationsraten relativ konstant sind aus anderen Forschungen. Also da gibt es ungefähr 100 Mutationen in einer Generation. Ackerschmalwand eine, Weizen 100, ist schon mal ein bisschen mehr. Aber was bedeutet das tatsächlich? So ein Feld von der Größe von einem Hektar, 10.000 Quadratmeter, ist gar nicht so viel. In Deutschland werden da, wenn das ein ordentlicher Landwirt oder eine ordentliche Landwirtin ist, werden da so um die 10 Tonnen Weizen produziert in einem Jahr. 10 Tonnen, das sind 10 Millionen Gramm. Jetzt wissen Sie natürlich alle, dass ein Weizenkorn 50 Milligramm wiegt. Das heißt, es gibt 20 Körner in jedem Gramm. Ja, und dann können wir mal ausrechnen, auf so einem Feld werden in einem Jahr 200 Millionen Körner produziert. In jedem dieser Körner haben Sie 100 Mutationen. 200 Millionen mal 100, 20 Milliarden Mutationen. Auf einem Feld 20 Milliarden Mutationen. Und das Genom hat so, das ist so größenordnungsmäßig, ist ein bisschen größer, etwa 10 Milliarden Bausteine. Und wenn Sie 20 Milliarden Mutationen haben, dann bedeutet das, dass im Durchschnitt jede Stelle im Erbgut im Durchschnitt ein-, zweimal verändert worden ist. Ja? Das heißt, die Evolution probiert im Prinzip jede mögliche Veränderung im Erbgut in einer Generation auf diesem einen Feld aus. Das stimmt jetzt nicht ganz, weil nicht alle 200 Millionen Körner tatsächlich wieder ausgesät werden immer. Aber im Prinzip wird da unheimlich viel ausprobiert. Ja? Und das ist auch die Erklärung dafür, dass zum Beispiel Antibiotikaresistenz so schnell auftaucht und auch Herbizidresistenz, auf die ich nachher zurückkomme. Und tatsächlich sind Genome oft ganz, ganz unterschiedlich. Wir werden uns nachher noch unterhalten über den gesetzlichen Rahmen zur Veränderung vom Genom. Und der gesetzliche Rahmen, der wurde vor 20 Jahren geschaffen. Und damals wusste man, hatte man noch gar keine Ahnung, wie schnell sich das Erbgut, wie schnell sich das Genom überhaupt verändert. Also damals hat man gedacht, ja, das wird selten der Fall sein. Und eine der wichtigsten Einsichten der Genetik, der Genomforschung in den letzten Jahren war, dass zwei Individuen oft dramatisch unterschiedlich sind. Und das ist bei den Pflanzen noch viel mehr der Fall als bei den Menschen. Also das ist so eine Veröffentlichung von Kollegen, die sich nur zwei Sorten von Mais angeguckt haben. Bei Mais, da gibt es so um die 40.000 Gene. Sie sehen schon, diese beiden Sorten haben nicht genau dieselbe Anzahl von Genen. Viele Gene haben Aminosäureaustausche, das ist oft nicht so wichtig, sagt nicht viel. Aber
sogenannte Nonsense-Mutationen, also wie der Name sagt, Nonsense, das führt dazu, dass ein Protein nicht mehr richtig gemacht wird. Etwa 10% aller Gene sind ausgefallen in jeder dieser beiden Sorten. Und das sind oft unterschiedliche Gene. Und wo ein wichtiger Bestandteil fehlt, das, was wir Molekularbiologen Exone nennen, ist auch ungefähr 10%. Ja? Da sehen Sie, dass in der Größenordnung von 10-20% nur zwei Sorten die Gene unterschiedlich sind. So. Was kann Genomeditierung? Da möchte ich nicht zu sehr drauf eingehen, Ihnen hier einen Crashkurs geben in Genomeditierung, Sie nur daran erinnern, was bei der Genomeditierung funktioniert. Da gibt es eine sogenannte Guide-RNA und die bringt ein Protein zu einer bestimmten Stelle im Genom, im Erbgut. Und was dieses Protein dann macht, ist, darum nennen wir das Genschere, es schneidet die DNA. Also es versucht, dort eine Mutation einzuführen. Dann hatte ich Ihnen das schon erklärt, dass zum Glück haben wir diese und auch die Pflanze diese effizienten Reparaturmechanismen. Ja, also wenn die DNA beschädigt wird, dann wird sie erstmal wieder repariert. Und das versucht auch die Pflanzenzelle. Der Unterschied hier ist, dass das CRISPR-Cas-System wieder versucht, diese Stelle zu beschädigen und macht es immer wieder und dann wird es repariert und wird es wieder beschädigt und irgendwann klappt dann die Reparatur nicht und dann gibt es tatsächlich eine Mutation und es gibt die Mutation an dieser Stelle und im Moment ist es noch so, dass im Allgemeinen wir das nicht genau kontrollieren können, ob dann zum Beispiel eine Base fehlt oder eine zusätzlich da ist oder eine Base sich ändert. Warum ist das für den Züchter jetzt interessant, wenn ich genau an einer Stelle etwas verändern kann im Erbgut? Gehen wir mal davon aus, ich weiß, in welcher Pflanze auch immer, diese eine Veränderung bringt einen Vorteil. Und ich will das jetzt in meinen Sorten einführen. Und was hier dargestellt ist, ist so eine Häufigkeitsverteilung. Das kennen Sie, so gaußsche Kurven, dass die meisten Individuen sind irgendwo in der Mitte und dann gibt's wenige, die schlecht sind und wenige, die ganz gut sind. Und natürlich, was der Züchter will, der will die Besten noch besser machen. Wenn man jetzt zufällige Mutationen einführt im Genom, weiß man nicht, auf welchem Hintergrund sie stattfinden. Ja? Das heißt, eine vorteilhafte Mutation findet in einem Hintergrund statt, ein Individuum, was halt nicht so gut in der Eigenschaft ist, dann ist es zwar verbessert, aber für den Züchter nicht interessant. Der Züchter will immer ganz recht sein. Also in der Genomeditierung können wir ausprobieren in vielen verschiedenen Sorten, in welcher Sorte diese eine Verbesserung tatsächlich gut wirkt. Also diese vorteilhaften Varianten nützen nicht immer, weil es auf den Hintergrund ankommt, aber mit Genomeditierung können wir das viel schneller ausprobieren. So, und jetzt komme ich zu meinem Theosinte zurück. Eine ganz wunderbare Veröffentlichung, die ist erst 6 oder 8 Wochen alt. Also das ist wirklich allerneueste Wissenschaft, die Sie hier sehen. Haben sich Kollegen überlegt, was können wir machen, um den Mais noch zu verbessern, den Ertrag zu verbessern? Und die Verbesserung in der Maiszucht in den letzten 5 Jahrzehnten oder so war nicht der Ertrag der einzelnen Pflanze, sondern dass man den Pflanzen beigebracht hat, dass es nichts macht, wenn sie so ganz dicht gedrängt sind auf einem Feld. Ja? Pflanzen, viele von uns mögen das nicht, wenn wir so dicht gedrängt irgendwo sind. Das ist bei den Pflanzen auch so. Weil das heißt normalerweise, da ist Konkurrenz und wenn Konkurrenz da ist, was die Pflanze macht, sie versucht dann noch höher zu wachsen. Auf dem Feld ist das anders. Die anderen, die wachsen nicht höher als man selber, weil alle genetisch gleich sind. Also das ergibt keinen Sinn, wenn die Pflanze denkt sozusagen, da ist eine Konkurrenz. Also man hat den Pflanzen beigebracht, dass sie das ignorieren und dass man sie ganz, ganz dicht pflanzen kann. Was die Kollegen dann gesehen haben, ist, dass vielleicht die Architektur der Pflanze noch nicht so ganz optimal ist. Und haben sich gesagt, ja, das wäre ja eigentlich ganz gut. Die Blätter vom Mais, die sind so. Wenn wir den anzüchten könnten, dass sie vielleicht so ein bisschen weiter auseinander gehen. Und Sie sehen diese Pfeile hier auf dem, ich habe einen Pointer. Sie sehen diese Pfeile hier, die zeigen das. Also hier ist der normale Mais, ja. Sehen, das ist der Winkel, das ist so ungefähr. Und hier ist jetzt Mais, dem man ein Theosinte-Gen eingekreuzt hat. Sehr, sehr aufwendig. Und
jetzt auf einmal ist dieser Winkel geringer als hier. Und stellt sich heraus, das Theosinte-Gen ist relativ gering aktiv, der Mais-Gen ist relativ stark aktiv und man kann das simulieren, was mit dem Theosinte-Gen passiert, indem man einfach dieses Gen im Mais ausschaltet. Also das ist der CRISPR-Knockout und das wird jetzt hier verglichen. Das hier hat man erhöht die Anzahl der Pflanzen auf einem Hektar von 45.000 zu 135.000 hin auf 10.000 Quadratmeter. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und Sie sehen, dass die Körner pro Pflanze, wenn man denen Platz gibt, sind die Körner pro Pflanze nicht besser in dieser Mutante. Aber je mehr Pflanzen man anbaut, umso mehr gibt's einen Vorteil von dieser CRISPR-Pflanze. Und wenn man das dann betrachtet auf den gesamten Hektar, sehen Sie, dass hier bei sehr hohen Dichten tatsächlich diese CRISPR-Pflanze von Vorteil ist. Und tatsächlich gibt es viele andere Beispiele, wo die Inaktivierung von Genen sinnvoll ist. Zum Beispiel eines der Gene, was für die grüne Revolution ganz, ganz wichtig war, damit die Pflanzen klein bleiben, war auch so ein Knockout. Also das ist vielleicht auch erstmal überraschend, dass die Inaktivierung von Genen sinnvoll sein kann. Aber das hat auch damit zu tun, dass Acker halt nicht Natur ist. Ja, in der Natur ist vielleicht Inaktivierung von Genen oft nicht so sinnvoll, aber im Acker kann es da sein. Und natürlich andere Sachen kann man damit machen. Sheri hatte schon den Glutengehalt angesprochen. Man kann den Glutengehalt reduzieren, indem man die entsprechenden Gene entfernt. Bekommt diese neuen Sorten hier im Mais. Man kann damit natürlich, das ist ganz fair und ich hoffe, darüber werden wir uns unterhalten. Ich möchte nicht, dass Sie jetzt hier weggehen und sagen, also der Weigel hat jetzt nur Werbung gemacht für die ganzen tollen Sachen, die man machen kann. Man kann auch Sachen machen, wo man sich fragen muss, ob das sinnvoll ist. Also ein umstrittenes Merkmal bei Nutzpflanzen ist die Herbizidtoleranz, dass man Nutzpflanzen anbauen kann und dann einfach mit Herbizid, mit Pflanzengift sprühen kann, um die Unkräuter umzubringen. Ich selber habe da keine sehr dezidierte Meinung zu, ob das gut oder schlecht ist, aber ich kann durchaus verstehen, wenn Leute sagen, nein, das wollen wir eigentlich nicht, dass unsere Nutzpflanzen herbizidresistent sind, weil dann wird zu viel Herbizid gespritzt. Aber sowas kann man zum Beispiel mit Genomeditieren machen. Und das ist ein Argument, warum Gegner des Genomeditierens sagen, nein, diese Technologie ist bedenklich, weil man damit Unsinn machen kann. Klar, man kann mit vielen Technologien Unsinn machen, aber das will ich gar nicht beleuchten. Was viel wichtiger ist, es ist die Herbizidtoleranz, die hier störend ist. Es ist nicht das Genomeditieren. Und tatsächlich denselben Effekt, diese herbizidtoleranten Nutzpflanzen, die kann man auch ganz ohne Gentechnik herstellen. Und BASF zum Beispiel verkauft in Europa, in Deutschland, solche herbizidtoleranten Nutzpflanzen. Und die sind nicht mit Gentechnik hergestellt, die sind durch normale Genetik hergestellt. Und der Grund, warum ich das bringe, ist, das ist die letzte Folie hier, warum ich das diskutieren möchte, ist, das ist ein Merkmal und wir müssen uns über die Merkmale unterhalten. Gibt es Merkmale, die sinnvoll sind? Gibt es da Veränderungen, wo wir sagen, ja, das ergibt Sinn, das wollen wir? Und gibt es Merkmale, die sind nicht sinnvoll? Das heißt, es ist nicht die Technik an sich, sondern was man damit macht. Und das ist, glaube ich, auch das, was Sheri rüberbringen wollte. Und damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich immer bei der Max-Planck-Gesellschaft, die mir alle möglichen Sachen erlaubt und die mir auch erlaubt, heute Abend hier zu sein. Und also ich freue mich unheimlich, Sheri, dass wir die nächste Stunde oder so uns über diese spannenden Themen unterhalten können. Danke. Ja, ich würde gerne gleich auf die Fragen zurückkommen, die ich am Ende meines Vortrags gestellt hatte. Und zwar, was müssen wir oder was sollten wir Ihrer Meinung nach mit CRISPR-Cas machen? Wir hatten gesagt, dass wir uns duzen. Dummer Automatismus. Ja. Also was ich oft gefragt werde, müssen wir alle ohne Gentechnik oder Genomeditierung verhungern? Die Antwort ist ganz einfach, nein, müssen wir nicht. Es gibt wenige
Technologien, die absolut essentiell sind für den Menschen. Aber auf je mehr Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, auf je mehr Werkzeuge wir verzichten, umso schwieriger wird eine Sache. Also wir können uns zum Beispiel kollektiv entscheiden, dass die moderne Züchtung ohne bestimmte Werkzeuge auskommen soll bei uns, ohne Gentechnik, ohne Genomeditierung und so weiter. Das kann gesellschaftlicher Konsens sein. Das wird meiner Meinung nach aber bedeuten, dass wir mehr landwirtschaftliche Fläche brauchen. Und je mehr landwirtschaftliche Fläche wir brauchen, umso weniger Fläche gibt es für andere Dinge. Dass wir uns erholen, vielleicht nicht so wichtig, aber auch, dass wir Wälder anbauen, wo CO2 gespeichert wird. Mhm. Welche Rolle könnte CRISPR, man spricht ja heute angesichts des Klimawandels von der Energiewende und es gibt auch eine Agrarwende, von der man spricht. Was denkst du darüber und was glaubst du, welche Rolle könnte CRISPR-Cas dabei spielen? Also, ich habe schon gesagt, ich bin Schrebergärtner. Und da versuche ich auch möglichst wenig Inputs, wie das heißt, zu benutzen. Also ich dünge wenig und ich spritze eigentlich gar nicht. Das macht nur meine Frau gegen den Buchsbaumzünsler. Die Tomaten werden nicht gespritzt. Also wozu ist es wichtig? Wir können Chemie durch Genetik ersetzen. Das ist eigentlich die Sache, die mir am wichtigsten ist. Und beste Beispiel dabei ist zum Beispiel Resistenz gegen Krankheitserreger. Wir haben super Pestizide, Fungizide und so weiter. Also super in dem Sinne, dass die sehr gut Insekten kontrollieren, dass die sehr gut Pilze kontrollieren, dass die sehr gut Bakterien kontrollieren. Aber das sind nun mal Chemikalien, die wir da ausbringen. Und wenn wir Genetik benutzen können, um dasselbe zu erreichen, dass die Pflanzen von sich aus halt diesen Bakterien nicht erlauben, in ihnen zu wachsen, diesen Pilzen nicht erlauben, in ihnen zu wachsen oder dass sie halt für die Insekten nicht gut schmecken, dann bin ich jedes Mal für die Genetik, fast jedes Mal für die Genetik, außer wenn die Genetik dazu führt, dass die Pflanze halt Gifte macht, die auch für uns schlecht sind. Wie sind die Unterschiede zwischen Europa und Amerika? Also, wie du vorhin gesagt hattest, hat das Europäische Gerichtshof die neue Gentechnik unter dasselbe Gesetz wie die alte Gentechnik gestellt. Also Anwendung ist nicht verboten, aber unterliegt einer strengen Kontrolle. Das ist in den USA anders. Wo sind die Unterschiede? Und glaubst du, dass das neue Gesetz vielleicht die Rolle, die den Wissenschaftler in der EU in die Rolle eines Zuschauers versetzen könnte, oder? Die Art und Weise, wie man Regulierung angeht, ist in den USA grundsätzlich anders als in Europa. Interessanterweise geht das auf eine Presidential Directive zurück von Präsident Obama, der damals gesagt hat, dass die generelle Richtlinie, wenn man Sachen reguliert, das Produkt sein soll. Dass man also nicht den Weg, wie man dahin kommt, reguliert, sondern das Produkt reguliert. Das ist, hört sich erstmal für viele Wissenschaftler unheimlich sinnvoll an. Also Wissenschaftler sagt, Produkt. Ist Produkt gefährlich, ungefährlich? Das ist eigentlich das Einzige, was wichtig ist, wie man da hingekommen ist, ist eigentlich irrelevant. Leider ist es nicht so. Also das kann man halt so nicht sagen. Der Weg, wie man zu einer Sache kommt, ist auch wichtig. Und das müssen wir Wissenschaftler auch anerkennen. Also das ist eine zutiefst philosophische Frage. Aber da kann ich Ihnen ein ganz simples Beispiel geben. Also wir könnten jetzt zum Beispiel mein Hemd nehmen und das könnten wir in einen Massenspektrometer stecken. Ja, und da würde dann hoffentlich rauskommen, kein Gift drin und so weiter. Ja. Würde das bedeuten, dass dieses Hemd ethisch unbedenklich ist? Da
brauchen Sie nicht lange drüber nachzudenken, werden viele von Ihnen natürlich relativ schnell sagen, nein, das wissen wir nicht, weil wir müssen ja auch wissen, wie das hergestellt ist. Ja, also das Hemd selber kann vollkommen in Ordnung sein, aber wenn dieses Hemd durch Kinderarbeit hergestellt wurde, dann hat der Prozess tatsächlich das Hemd durchtränkt oder diesen Gegenstand durchtränkt. Also da müssen wir Wissenschaftler aufpassen. Wir können uns das nicht ganz so einfach machen. Jetzt bin ich nicht der Meinung, dass das Genomeditieren an sich eine verwerfliche Sache ist, aber es können ja verwerfliche Sachen zum Einsatz kommen. Also ein Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen konstruiert, aber ist nicht vollkommen unrealistisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage mal, ich gehe jetzt in Amazonas als Genetiker, mache da Untersuchungen, finde eine genetische Variante, von der ich denke, die ist ganz prima für die Nutzpflanzen, die wir hier haben in Europa. Mit diesem Wissen, ohne dass ich das in Brasilien oder Ecuador irgendjemand sage, mit diesem Wissen gehe ich jetzt nach Europa und baue diese genetischen Varianten in eine Pflanze hier ein. Ja, dann ist das nicht richtig, weil wie ich das Wissen erlangt habe, das ist ethisch zweifelhaft. Das ist eine interessante Frage, weil die Technologie an sich kann nichts dafür. Das war ich als der Agierende, der da gegen Ethik und Recht und Gesetz verstoßen hat. Das heißt, wir Wissenschaftler müssen auch aufpassen. Ich bin für produktbezogene Beurteilung, aber was dahinter steckt, ist schon auch noch wichtig. Wenn ich dich verstehe, stehst du hinter der EU-Gesetzgebung? Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich denke, ich finde schon, dass die produktbezogene Beurteilung sehr wichtig ist. Das bedeutet nicht, dass man den Weg dahin vollkommen ignoriert. Aber das ist halt auch dieses Beispiel, was ich mit der Herbizidtoleranz aufzeigen wollte, dass es viele Gegner von Gentechnik, von Genomeditierung gibt, die sagen, also wir wollen einfach keine Herbizidtoleranzen Nutzpflanzen haben. Wie gesagt, ich stehe dem relativ neutral gegenüber, aber ich kann das verstehen, warum es Mitmenschen gibt, die das nicht gut finden. Aber dann müssen wir halt kollektiv eine Entscheidung treffen und sagen, wir wollen keine Herbizidtoleranzen Nutzpflanzen. Und das ist das, was wir verbieten müssen. Ja? Das, bevor BASF mit dieser Pflanze auf den Markt gekommen ist, haben alle immer nur an herbizidtolerante Pflanzen durch Gentechnik gedacht. Ja, da hat man gedacht, gut, Gentechnik, das haben wir zwar nicht verboten, aber ist so gut wie unmöglich, kann bei uns nicht passieren. Ja, das ist halt wie sonst auch im Leben, man verbaut hier was, es gibt dann schlaue Leute, die finden irgendwie einen Weg drumherum. Deshalb ist das Beste, dass man wirklich am Endprodukt ansetzt und sagt, das muss beurteilt werden. Wie gesagt, der Weg dahin sollte auch noch eine kleine Rolle spielen. Aber jetzt was ich jetzt so gesagt habe, Cherie, und ich rede schon viel zu viel. Also im normalen Leben gerade diese Frage, was ist deine Haltung dazu? Was ist deine Stellung dazu? Kannst du das nachvollziehen, was ich gesagt habe, dass also sowohl die Art und Weise, wie etwas zustande kommt, als auch das Ding an sich, dass wir beides betrachten müssen und wir können nicht sagen, das eine, also nur das eine gilt und das andere ist irrelevant. Der Meinung bin ich auch. Also anscheinend kann man ja bei Organismen, in denen mit CRISPR-Cas das Genom verändert wurde, kann man es hinterher nicht nachweisen, dass es genetisch verändert worden ist. Und darum, das meinst du ja mit Weg und Ergebnis. Also genau. Das, und deshalb ist es wahrscheinlich in den USA erlaubt und wird viel angebaut und schon viel angewendet und hier nicht. Und das ist das, was ich sehr interessant finde. Also das ist ja dann oft das Argument, dass CRISPR-Cas im Prinzip nichts anderes ist als normale Mutation, nur dass dem ein bisschen noch nachgeholfen wird. Und ich frage mich dabei nur, ist es nicht gerade die Geschwindigkeit, mit der das alles passiert? Also wie schnell man eigentlich entscheiden kann, dass man etwas genetisch verändert, was vielleicht ein Risiko birgt. Ja, wie gut kann man die Risiken überhaupt einschätzen, wenn man Organismen in die freie, alles, was man in die Natur entlässt, kann man nicht mehr zurückholen?
Das ist sicherlich, du hattest ja auch von den CRISPR-Babys da gesprochen. Also das ist gerade, wenn man über die Veränderung von Menschen nachdenkt, ist das eine ganz wichtige Frage. Also die Geschwindigkeit, mit der man das machen kann. Und die Geschwindigkeit an sich ist ja nicht das Problem, sondern dass man Sachen vielleicht macht, bevor man sie gesamt überblickt, ja, was die Konsequenzen sind. Und das ist ein wunderbares Beispiel mit diesen CRISPR-Babys, weil das ganz klar ist, dass der Forscher, der das gemacht hat, das nicht vollkommen durchdacht hat. Ja, weil, also an sich, für diejenigen von Ihnen, die sich nicht mehr sofort dran erinnern, was da letztes Jahr passiert ist, HIV, glaube ich, sind wir uns alle einig, ist eine schlimme Erkrankung, wenn man damit infiziert wird, obwohl es inzwischen recht gut kontrolliert werden kann durch Medikamente. Und dieser Wissenschaftler in Shanghai hat gesagt, okay, da ist ein Paar zu ihm gekommen, oder hat er zumindest behauptet, ein Paar wäre zu ihm gekommen, einer der Elternteile hatte HIV, und um zu verhindern, dass die Kinder HIV bekommen, wollte er eine Mutation einführen. Und die Basis war, dass bekannt ist seit einigen Jahren, dass es einen geringen Prozentsatz an Menschen gibt, die nie mit HIV infiziert werden, auch wenn sie damit ständig in Berührung kommen. Und man hat herausgefunden, dass es ein einziges Gen ist, das heißt CCR5. Das ist ein Rezeptor für den HIV, für das HIV-Virus. Und Menschen, die eine Mutation in diesem Rezeptor tragen, sind immun gegen HIV. Und er hat gesagt, okay, jetzt schalte ich das Gen aus, und dann habe ich Babys, die können nicht durch HIV infiziert werden. Ja. Warum ich sage, dass er nicht richtig drüber nachgedacht hat, wenn er tatsächlich die wissenschaftliche Literatur studiert hätte, dann hätte er gelesen, dass diese Mutation gleichzeitig das Risiko an Hepatitis C zu erkranken ganz, ganz deutlich erhöht. Und das ist in der Natur und auch bei uns so eine ganz wesentliche Sache. Das hatte ich heute Morgen im Vortrag, im wissenschaftlichen Vortrag auch gesagt, warum mich die Evolution so fasziniert, dass es kaum etwas umsonst gibt, ja, dass man eine Sache macht und das hat oft dann auch noch andere Folgen. Und das ist, glaube ich, mit der Geschwindigkeit, vielleicht können wir uns noch mehr darüber unterhalten oder auch mit dem Publikum darüber unterhalten, ist nicht die Geschwindigkeit per se, aber dass man Sachen macht, bevor man sie vollkommen überschaut. Und da möchte ich auch wieder sagen, also das kann ich verstehen, und das ist auch vollkommen legitim, dass man diese Bedenken hat. Mir ist auch zu Ohren gekommen, dass diese CCR5-Mutation nicht nur zur Folge haben kann, dass man gegen HIV resistent ist, sondern dass es vielleicht zu einem besseren Gedächtnis führen könnte, wo dann die Gedanken etwas verrückt gehen. Das hört sich sehr Science-Fiction-mäßig an. Vielleicht hat der Wissenschaftler ja auch daran gedacht. Er hat nicht an Tuberkulose gedacht, aber ja. Wie sehr leben wir bereits in einer Science-Fiction-Welt? Wir haben uns gerade, also gestern Abend zum Beispiel, beim Abendessen darüber unterhalten. Also ich bin jetzt ein Kunstmensch, mehr oder weniger. Ich hatte vor 5 oder 6 Wochen bin ich am Auge operiert worden, und ich habe jetzt eine künstliche Linse. Also das gibt wahrscheinlich einige von Ihnen, die haben vielleicht ein Implantat, oder sicherlich einige andere, die eine Kunstlinse haben. Also das machen wir ja schon. Ja, wir verändern uns selbst künstlich. Jeder macht, oder fast jeder macht es, indem er Kaffee zu sich nimmt oder vielleicht auch andere Drogen sich verändert. Und wir verändern uns tatsächlich, also auch körperlich durch solche Operationen. Das müssen wir uns erstmal ins Gedächtnis natürlich rufen, dass das nicht eine Sache ist, die jetzt erst die CRISPR-Wissenschaftler. Das sind alles Cyborgs und Mutanten. Ja, so ungefähr. Aber das gibt es ja schon. Und wir verbessern ja unsere, also diejenigen von uns, die nicht so gut sind, einen Weg zu finden. Also besonders die Männer, die sich weigern, mal eine Frau nach dem Weg zu fragen. Ja, für uns ist es natürlich toll, mit dem Handy durch die Stadt zu laufen. Ja, unser mangelnder Orientierungssinn wird dadurch ein Hilfsgerät verbessert. Und dass man jetzt natürlich sagt, genetisch ist es auch möglich. Die Grenze ist extrem fließend. Und wenn es
also eine schwere genetische Krankheit gibt, die man durch Genomeditierung heilen kann, ist extrem schwierig, Argumente zu finden, warum das nicht sein sollte. Und es ist für mich als Pflanzenwissenschaftler schon interessant, dass wenn ich mit verschiedenen Menschen im Gespräch bin, wenn es um den Menschen selber geht, ja, was in gewisser Weise von viel größerer Tragweite ist und so weiter, wir Menschen sind oft bereit, unheimlich weit zu gehen. Ja, das sehen wir auch mit Medikamenten. Ja, also Medikamente, bei denen wir wissen, dass die Gefahr von Nebenwirkungen unheimlich groß sind, sind wir bereit einzunehmen, weil wir sagen, also der Vorteil ist so unheimlich hoch. Wenn es um die Pflanzen geht, dreht sich das Ganze total um. Ja, wir wissen, es gibt einen großen Vorteil, aber wenn es auch nur das kleinste Risiko eines Nachteils vielleicht geben würde, sagen wir, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Also das ist für mich schon ein bisschen paradox. Du meinst, wir sind risikobereiter, wenn es um uns selbst geht? Wir sind erstaunlich risikobereit, wenn es um uns selbst geht. Aber nicht, wenn es um unseren Teller geht. Nee, nicht, wenn es um unseren Teller geht, genau. Genau, also vielleicht auch, wir haben gerade von Cyborgs und Mutanten gesprochen, vielleicht nochmal zu dem Begriff Natur zurückzukommen. Was bedeutet für dich Natur und wie können wir Natur definieren in Zeiten, wo wir eigentlich schon halbe Cyborgs sind? Und wie dehnbar ist der Begriff? Also ich glaube, wie fast jeder Mensch finde ich Natur natürlich toll und bin gern in der Natur. Zugegebenermaßen in Deutschland ist das eigentlich so gut wie unmöglich. Ja, in Deutschland gibt es eigentlich keine Natur mehr. Das ist einfach so. Es gibt ein paar Alpengipfel, wo es noch natürlich ist, obwohl es auch nicht wirklich natürlich ist, weil alles halt durch, Sie wissen es, Mikroplastik, was runterkommt und so weiter, auch nicht mehr so ist, wie es vor vielleicht 10.000 Jahren waren. Aber was mir sehr bewusst ist, dass wir Menschen die Natur transformiert haben und so wie wir sie transformiert haben, ist eigentlich etwas, was viele von uns schätzen. Also ich komme zum Beispiel aus Niedersachsen und blühende Heidelandschaften, das ist keine Natur, aber fast jeder wird sagen, ist ja toll, ja, wenn jetzt gerade die Heide oder vor ein paar Wochen, wenn das blüht, tolle Natur. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, tolle Natur, ist überhaupt keine Natur. Ja. Also unsere in Europa, unsere Einstellung zur Natur ist da oft nicht ganz durchdacht, ja, was wir was wir als natürlich empfinden. Also da würde es helfen, das eigentlich viel mehr zu diskutieren. Also zum Beispiel, du bist Künstler, ja, und Kunst ist ja Gegensatz von Natur. Und du machst dir ja sicherlich immer Gedanken darüber, ja. Also warum machst du Kunst? Warum sagst du nicht, dass die Natur gut genug ist, so wie sie ist? Ja? Warum willst du das verändern? Das stimmt. Also genau, der Mensch tritt oft als Designer seiner Natur auf. Aber warum mache ich Kunst? Weil ich wahrscheinlich nichts anderes machen kann. Und also genau, also diese Begriffe von Kultur, ich als Kunstschaffender, Kultur und Natur, wahrscheinlich sind das Begriffe, die wir neu definieren müssen oder die vielleicht irgendwie zusammengehen oder ja. Das also finde ich sehr interessant, diese Frage als Künstler, dieser Frage nachzugehen. Also man kann es sogar umdrehen, dass selbst die Natur, die wir auf unserem Planeten haben, ist etwas, was wir Menschen bestimmen. Das ist leider kann man sagen, ist es tatsächlich so. Ja, es gibt so viele von uns, 9 Milliarden oder so. Wenn es noch Natur gibt, das ist tatsächlich fast immer, ist es so, weil wir Menschen eine Entscheidung getroffen haben, ja, Naturschutzgebiet. Ja. Wir Menschen haben die Entscheidung getroffen, wir lassen das natürlich. Das ist nicht von alleine so. Das ist tatsächlich eine Abwägung. Du hattest vielleicht zu diesem Thema auch noch ein bisschen weiter das zu beleuchten. Du hattest vorhin gerade gefragt, so dieser Gegensatz oder Vergleich Europa-Nordamerika. In Nordamerika gibt's halt noch viel mehr Natur, weil der nordamerikanische Kontinent viel weniger dicht besiedelt ist, auch als Mitteleuropa.
Und ich denke, da viele Menschen haben intuitiv auch noch mehr Respekt vor der Natur, also einfach, weil es mehr Natur gibt und Menschen auch wissen, dass Natur gefährlich sein kann und auch viel mehr Menschen wahrscheinlich Naturgewalten erfahren. Also jetzt gerade dieser Orkan über Florida, nicht über Alabama, wie jemand gemeint hat, dass da in Nordamerika schon ein anderes Verhältnis ist zur Natur, dass Natur oft gefährlich sein kann. Im Prinzip wissen wir Europäer das auch alle. Ja? Also ich habe noch keine, ich frage dann oft so Eltern, ich sage, ja, wenn ihr so für Natur seid und sagt, alle Natur ist gut, euren Kindern oder Enkelkindern, habt ihr denen schon mal gesagt, dass sie einfach da in den Wald gehen können und was immer sie sehen, in sich reinstopfen? Und dann sagt jeder natürlich nein, weil jeder von uns weiß, dass Natur nicht automatisch gut ist. Die Natur ist neutral. Die Natur ist nicht dazu da, um uns zu helfen. Sie ist auch nicht da, uns zu beschädigen. Die Natur ist die Natur. Was ja auch oft interessant ist, also diese romantische Vorstellung von Natur, die sich auch einmal ganz gut vermarkten lässt. Also auf allen möglichen Produkten steht natürlich und man hat Bildschirmschoner mit Wäldern und Bergen. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, die Fragen an das Publikum zu gerne. Also das wäre ja, wir haben mehr Leute mit in die Diskussion mit einzubeziehen. Toll, ja. Okay, dann schon mal ganz herzlichen Dank. Danke. Den beiden, Frau Domingo und Detlef Weigel. Und jetzt haben wir Zeit für Fragen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Sie haben vorhin davon gesprochen, dass genau der wichtige Punkt eben ist, dass diese Wissenschaftler sich manchmal nicht über alle Konsequenzen bewusst sind. Aber ich frage mich irgendwie, häufig kann man ja nicht alle Konsequenzen abschätzen, einfach weil man ein Themengebiet wissenschaftlich noch nicht zu 100% durchblicken kann oder es einfach noch ein bisschen Zeit braucht, einfach gerade auch bei so einer neuen Technologie. Also ich schätze, meine Frage wäre so, wie können wir denn dann garantieren, dass wir alle Möglichkeiten durchgeschaut haben, bevor wir irgendetwas einsetzen oder etwas Neues probieren. Möchtest du was dazu sagen, soll ich erst mal sagen? Sag du. Also leider können wir gar nichts garantieren. Also das ist eigentlich die Sache, die als Wissenschaftler, was vielleicht Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen als erstes von Nichtwissenschaftlern und Nichtwissenschaftlerinnen unterscheidet, dass Gewissheit gibt es nur in der Mathematik und von Gödel wissen wir, dass selbst mit der Sicherheit in der Mathematik gar nicht so weit her ist. Sicherheit gibt es nicht und Garantien gibt es auch nicht. Also Sie sollten bei Ihnen sollten sofort Alarmlichter aufleuchten und Alarmglocken schrillen, wenn egal wer jemand Ihnen sagt, ich garantiere Ihnen das Folgende, weil es nichts ist 100% sicher, als das wissen wir auch seit Popper. Keiner von uns kann garantieren, dass morgen früh zum Beispiel die Sonne aufgeht. Was wir trotzdem machen können und was wir machen müssen, wir müssen uns viel mehr über Wahrscheinlichkeiten Gedanken machen. Und das, denke ich, ist ein ganz wesentliches Element, was heute oft unter den Teppich gekehrt wird. Ja? Also wenn es zum Beispiel heißt, ja, wie können wir uns denn sicher sein mit dem Klimawandel, dass der tatsächlich durch Menschen ausgelöst wird? Weil da gibt's ja auch Wissenschaftler, die meinen, das wäre alles nicht so tragisch und das würde gar nicht stimmen mit dem Klimawandel. Dann gucken wir uns halt die Wahrscheinlichkeiten an und ich muss zugeben, ja, das kann sein, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist, aber ich würde halt die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht menschengemacht ist, extrem gering einschätzen. Und deshalb gilt für mich diese Meinung viel, viel weniger als die andere Meinung. Und so ist es auch mit Gefahrenabschätzung, ja, dass alles ist gefährlich, ja. Das könnte sein, dass ich im nächsten Moment hier vom Stuhl falle, mir den Kopf aufschlage und mausetot bin, ja. Ist aber relativ unwahrscheinlich,
Ja. Aber leider geht's anders nicht im Leben. Das müssen wir als Menschen, das müssen wir akzeptieren, dass wir mit diesen Wahrscheinlichkeiten umgehen müssen. Weitere Fragen? Herr Weigelt, Sie haben vorhin sehr schön gesagt, das Problem ist eigentlich nicht die Technologie, sondern die Merkmale, die wir damit letztendlich erreichen wollen oder einpflanzen wollen, einbauen wollen. Und das hat auch Chorizo gesagt. Ja, das ist prima, da stimme ich völlig zu. Und es ist natürlich nicht eine Frage für die Wissenschaft, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, was wir eigentlich wollen, sondern das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Und wenn das alles gut funktioniert, alles gut demokratisch organisiert ist, dann werden wir uns auch dafür entscheiden, dass das Gute bei rauskommt. Nun wissen wir, dass die Welt nicht so ist. Nun wissen wir, dass das so nicht funktioniert in unserem realen System und dass eine Gesellschaft eben nicht dieses ethische Problem so einfach lösen kann. Das wissen Sie natürlich auch als Naturwissenschaftler. Und mich würde mal interessieren, wie geht man als Naturwissenschaftler mit dieser offensichtlichen Unvollkommenheit um? Denn was man da tut, das ist ja nicht das, was unbedingt richtigerweise gewollt werden sollte aus gesellschaftlicher Sicht. Welche Meinung haben Sie dazu? Also ich würde sagen, meine Antwort ist eine ganz ähnliche wie meine Antwort auf die vorherige Frage, ja, dass man Risiken abwägen muss. Gentechnik oder Atomkraft, was auch immer, also wirkmächtige Technologien, muss man gegeneinander abwägen. Was ist der potenzielle Nutzen? Was ist der potenzielle Schaden? Also das Schwarz und Weiß, haben Sie vollkommen recht, geht es nicht. Das muss im Dialog mit der gesamten Gesellschaft geschehen. Aber beim Genomeditieren bin ich der Meinung, dass es noch nicht mal besonders nützlich ist, einfach diese Technologie zu verbieten, weil andere Wege gefunden werden, dann um ähnliche Dinge zu erreichen und vergleicht gerade die Dinge, die wir gar nicht wollen. Also das ist jetzt vielleicht keine besonders befriedigende Antwort, aber wir müssen uns wie Erwachsene miteinander unterhalten, müssen diskutieren und dann zusammen entscheiden. Und also ich bin Optimist. Ich denke, dass die allermeisten Menschen gut sind. Ja, ich bin Optimist. Deshalb sehe ich vielleicht die Sachen auch in einem normalerweise recht positiven Licht. Bin ich zu optimistisch, Sherry? Was denkst du? Also was hältst du von dem gesellschaftlichen Diskurs gerade in solchen wichtigen Fragen? Also überraschend fand ich, dass du das EU-Gesetz gar nicht so sehr verurteilst, wie ich das den Eindruck hatte, wie es unter Wissenschaftlern ist. Und ich weiß nicht, vielleicht ist auch spannend die Frage, wer bezahlt Forschung oder welche Interessen, also ist das eine kapitalistische Interesse, die Forschung vorantreibt? Und dann, weiß nicht, dann bin ich vielleicht auch nicht so optimistisch. Was denkst du? Also ich hatte das auch heute Mittag auch gesagt. Also in Deutschland sind wir in einer ganz glücklichen Situation, wie Wissenschaft gefördert wird. Und meine Einstellung zur Wissenschaft ist eine ganz andere als, ich glaube, auch die allermeisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als erstes sagen oder zugeben würde. Also ich betreibe Wissenschaft nicht als erstes, um die Menschheit zu retten. Und ich würde sagen, dass das auch bei den meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht der Fall ist. Ich betreibe Wissenschaft aus einer ganz anderen Motivation. Ich betreibe Wissenschaft aus einer ähnlichen Motivation, wie du als Künstlerin Kunst betreibst. Ja? Wissenschaft ist für mich der Weg, mit dem wir Menschen die Welt um uns erkennen können. Und nur indem wir die Welt um uns erkennen, können wir uns selber erkennen. Für mich ist Wissenschaft nicht, Wissenschaft hat den Vorteil, dass oft auch noch was Nützliches rauskommt. Aber für mich geht es erstmal um die Erkennung der Welt und um die Erkennung unserer Stellung in der Welt. Und das ist ja auch, ja, ich denke, du als Künstlerin bist ganz ähnlich motiviert. Ja, du möchtest herausfinden, ja,
die Stellung des Menschen, deine ja. Stellung, deine Beziehung zu anderen Menschen und so weiter. Das ist sicherlich in vielen Gesellschaften keine besonders populäre Haltung, aber wir sind, denke ich, wirklich, können uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir in diesem Land leben, wo man solche Meinungen äußern kann, ohne zumindest gleich ausgepfiffen zu werden. Hier vorne ist eine Meldung. Ja, vielen Dank. Ich fand vor allem heute schön diese Brücke auch zwischen, die die Kunst von der Wissenschaft in die Gesellschaft geschlagen hat. Und ich wollte Sie fragen, Frau Domingo, wie diese Erfahrung für Sie war, sich dieses wissenschaftliche Thema anzueignen und vielleicht, ja, welche Potenziale Sie da sehen, diesen gesellschaftlichen Diskurs als Kunstschaffende und auch, ja, vertretend für die Kunst ja, voranzutreiben und wie das vielleicht ausgeweitet werden kann. Für mich war es total interessant, mich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen, vor allem diese Frage mit der Natur. Ich glaube, da habe ich vorher auch genauso eine romantische Vorstellung davon gehabt und ich bin auch sehr skeptisch gegenüber Genomeditierung. Immer noch, aber vielleicht jetzt weniger. Und ich freue mich total, dass ich heute Abend hier als Laie und als Comiczeichnerin überhaupt mitsprechen darf. Und ich denke, das ist vielleicht ein ganz guter Anfang, weil wie bezieht man die breite Öffentlichkeit in den Diskurs ein? Dafür muss sie aufgeklärt werden, man muss Bescheid wissen. Und vielleicht eignet sich da ein Comic eher als ein wissenschaftliches Papier. Und deswegen hoffe ich, dass es noch viel Potenzial gibt und dass man vielleicht auch mit Comics oder auch mit anderen künstlerischen Medien vielleicht einen Diskurs eröffnen kann. Ja, auch vielen Dank. Ein sehr interessantes Format. Ich würde mal ein bisschen weggehen von dem Philosophischen und vielleicht auch von dem Persönlichen. Und zwar möchte ich Sie, Herr Weigel, einfach mal fragen, was denken Sie eigentlich? Was ist der Grund für diese enorme Furcht, die besteht vor Gentechnik? Es gibt auch viele andere gefährliche Sachen. Denken wir an Strom, damit kann man Menschen umbringen, damit kann man halt eben irgendwie Häuser in Brand setzen und so weiter und so fort. Und es ist alles eine Frage der Regulierung. Und für viele Dinge im Leben haben wir feste Regeln. Sie als Wissenschaftler kennen das auch. Da gibt es eine überbordende Fülle von Regeln, die wir alle halt eben irgendwie befolgen müssen, Dokumentation und so weiter und so fort. Gibt es irgendwelche Gründe, die für Sie stichhaltig sind, die sagen, dass man mit Gentechnik nicht genauso umgehen könnte wie mit anderen Risiken? Da muss ich leider doch wieder so ein bisschen persönlich werden, sozusagen. Ich glaube, dass die Gentechnik allgemein, dass die in Europa so umstritten ist, da gibt es aus meiner Sicht eine relativ simple Erklärung vielleicht. Ich bin in Lüchow-Dannenberg geboren. Wer nicht weiß, wo Lüchow-Dannenberg ist, Gorleben, 1977, als der Vater von Frau von der Leyen erklärt hat, dass dort der Atommüll gelagert wird, war ich sofort auf den Barrikaden als 16-Jähriger. Und ich habe damals erlebt, wie Techniker, Ingenieure Sachen versprochen haben, was man alles mit Atomkraft erreichen kann, die das würde uns, also das kann man heute kaum noch wiederholen, aber es gab ernstzunehmende Menschen, die gesagt haben, der ganze Hunger in Afrika, da brauchen wir nur genug Atomkraftwerke zu bauen, dann gibt es da keinen Hunger mehr und so weiter. Also ich denke, Gentechnik, das ist sowas Ähnliches, dass bei der Atomkraft hat man den Menschen nicht wirklich reinen Wein eingeschenkt, wo man gesagt hat, ja, es gibt Chancen, aber es gibt halt auch sehr große Risiken und wir müssen uns da irgendwie zusammenfinden, was ist die richtige Balance. Man hat die Menschen wie Kinder behandelt und hat gesagt, es gibt nur Chancen und es gibt keine Risiken. Und das habe ich vorhin auch versucht rüberzubringen. Also wenn Ihnen jemand sagt, ich garantiere Ihnen,
0% oder 100%, das ist schon immer verdächtig. Und also für mich ist es verständlich, dass viele Menschen bei der Gentechnik ähnlich darauf reagiert haben und gesagt, ist das nicht sowas wie bei der Atomkraft, wo uns jemand weismachen wollte, das ist ein Allheilmittel. Also ich kann das nachvollziehen, woher das kommt. Und dazu kommt natürlich, die Cherie hat es angesprochen, so gerade dieses sehr deutsche, auch romantische Naturverständnis. Ja, also viele von uns, wenn wir an Natur denken, dann denken wir an die Landschaft, die unsere Urgroßeltern erlebt haben, irgendwann im 19. Jahrhundert, aber was ja auch nicht wirkliche Natur ist. Aber diese romantische Idee, es ist erstaunlich, mit wie vielen Menschen man redet, die sagen, also früher war alles besser, früher war es nicht besser. Also es ist ganz klar, dass heutzutage die allerbeste Zeit ist, in der wir leben, trotz aller Probleme im Moment. Zumindest, wer weiß, in 20 Jahren oder 50 Jahren ist es vielleicht anders, aber im Moment ist es noch so, noch nie ging es der Menschheit so gut wie heute. Das ist einfach objektiv der Fall. Das ist aber nicht genug bekannt, diese ganz simple Tatsache. Vielleicht, wenn ich auch was dazu, vielleicht liegt es daran, dass die Gentechnik vorher auch genau solche Versprechungen gemacht hat, den Welthunger zu bekämpfen und dies und das. Und am Ende ist es auch nicht passiert. Also die Ungleichheit besteht immer noch und daran hat die Gentechnik auch nichts verändert. Und ich habe irgendwo gelesen, dass als 1987 der erste Organismus in die Umwelt freigesetzt wurde, sprach Professor Ernst Ludwig Winnecker, damals später langjähriger Vorsitzender der Deutschen Forschungsgesellschaft, vom achten Tag der Schöpfung. Vielleicht sind es solche Aussagen, die angsterweckend sind. Ja, also wiederum, das kann ich also vollkommen nachvollziehen. Das hat sicherlich also auch gerade in Deutschland mit der näheren Zeitgeschichte zu tun. Ich kann es verstehen, dass viele Menschen in unserem Land einfach vorsichtig sind. Weitere Fragen? Ich wollte Sie fragen, Frau Domingo, ob Sie einen Comic veröffentlicht haben zu dem Thema oder vorhaben, einen zu veröffentlichen und ob es Ihnen schwer oder leicht fällt, das Thema künstlerisch zu bearbeiten. Ich habe tatsächlich ein bisschen vor, zu diesem Thema einen Comic zu veröffentlichen und ich habe auch schon mal versucht, einen Comic zu machen, nachdem ich diesen ganzen Input mit den Wissenschaftlern hatte. Daraus ist dann ein bisschen etwas anderes geworden. Ich bin abgeschweift und habe eher über meinen Liebeskummer und meine toten Pflanzen einen Comic gemacht, aber ich hoffe sehr, nochmal mit dem Thema arbeiten zu können. Ja. Ja. Ich hätte mal eine Frage. Sie haben gesagt, man kann das nicht nachweisen, wenn das Genome Editing passiert ist. Jetzt ist ja gerade bei Kühen passiert, dass dort nachgewiesen wurde, dass da bakterielle DNA in dem Tier geblieben ist. Also wenn man es nicht nachweisen kann, kann man dann nicht jemanden verpflichten, eine Technik zu machen, dass da was nachgewiesen wird. Und dann, wenn man sowieso jetzt Genome sequenzieren kann, muss man doch Veränderungen finden können, oder habe ich das einfach falsch verstanden? Das haben Sie schon richtig verstanden, da sind verschiedene Sachen kommen da zusammen. Also wenn es heißt, es ist nicht nachzuweisen, was man tun kann, wenn man den genauen Vorgängerorganismus hat und man hat jetzt den Organismus, der die direkte Abstammung ist, in dem Genome Editing stattgefunden hat, und man weiß, wo das stattfinden sollte, kann man es nachweisen. Wenn man A, gar nicht weiß, ob jemand Genome Editing versucht hat, dann hat man so viele spontane Mutationen, dass man immer Unterschiede hat. Und das hatte ich ja erwähnt. Das sind, also zum Beispiel bei uns Menschen ist es so, dass in unserer Keimbahn so 40, 50 Mutationen stattfinden in jeder Generation. Man findet immer Unterschiede und ob die natürlich zustande gekommen sind oder durch Genome Editing, erschließt sich erstmal nicht. Da müsste man wissen, ob jemand genau das versucht hatte und dann könnte man sehen. Also in den Pflanzen, die wir verändern, ist es für uns wichtig, dass wir nachweisen, dass das tatsächlich funktioniert hat. Aber wir können das halt nur, weil wir wissen, wir
Wir wollten das. Die Sache mit den Rindern ist noch ein bisschen komplizierter. Dort hat man erst ein Gen eingeführt, das das Cas9-Protein und diese CRISPR-RNA macht. Und da wurde ganz einfach unsauber gearbeitet. Es gibt tatsächlich, wie Sie es auch richtig gesagt haben, es gibt Methoden, mit denen man nachweisen kann, ob es diese Sequenzen dann noch im Erbgut gibt, also diese CRISPR-Cas-Gene, ob es die da noch gibt. Da wurde einfach ganz schlampig gearbeitet. Und tatsächlich war es so, diejenigen, die das entdeckt haben, die haben noch nicht mal neue Daten generiert. Die haben nur die Daten, die ursprünglichen Hersteller von diesen veränderten Rindern veröffentlicht haben. Die haben sich nochmal genau angeguckt. Also als wir haben zum Beispiel beantragt ist es nicht, aber wir hatten die Bundesregierung gebeten um einen Brief letztes Jahr, bevor der Europäische Gerichtshof sein Urteil verfasst hat, hatten wir die Bundesregierung um einen Brief gebeten, dass unsere genomeditierten Pflanzen unbedenklich sind. Und da haben wir relativ großen Aufwand betrieben, um nachzuweisen, dass also keine konventionelle Gentechnik drin ist. Und das finde ich auch ganz normal, dass man von den Firmen verlangt, dass das gemacht werden muss. Das ist in den USA nicht so, das wird dort nicht verlangt. Da heißt es einfach nur, aufgrund der Genetik sind wir uns, meinen wir, dass nichts mehr da ist. Ja, herzlichen Dank für das spannende Thema heute Abend. Ich möchte gar nicht fragen über das Gut, Böse, richtig, falsch. Ich möchte lieber fragen über so ein bisschen mit Dürrenmatt. Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Physiker. Ist es nicht auch so hier, wenn wir in dieser globalisierten Welt, in der wir leben, einmal den Fortschritt haben, ist es sehr, sehr schwer, wenn nicht unmöglich, diesen Fortschritt einzufangen oder aufzuhalten. Insofern gerne an beide die Frage, können wir diese Diskussion überhaupt sinnvoll führen oder ist das nicht schon eigentlich ein Schritt weiter? Jerry, möchtest du erstmal was dazu sagen? Wie meinen Sie einen Schritt weiter? Entschuldigung. Die Erkenntnis ist da. Ja. Wir haben die Methoden, die Technologien, um an Organismen, jetzt am Beispiel der Pflanze gezeigt, aber wir haben auch gehört, am Beispiel von Tieren und auch von Menschen im Prinzip ja möglich einsetzbar. Es ist eine ethische Frage, über die wir ja ein Stück weit diskutieren. Ja. Können wir als globalisierte Menschheit, und wir haben keine Weltregierung, wenn wir eine europäische Gesetzgebung haben, was heißt das denn für uns als Menschen in Europa, in der Welt? Es ist keine, vielleicht ist es eine provokative Frage, ist aber gar nicht so gemeint, sondern ganz ernsthaft. Also von wegen, wir sitzen hier und diskutieren darüber, was wir dürfen und nicht dürfen und woanders wird es vielleicht auch einfach gemacht und die Box der Pandora ist geöffnet. Aber vielleicht ist es doch ein erster Schritt, dass wir jetzt hier sitzen und darüber diskutieren, weil wir ja auch in einer Demokratie leben und in der wir vielleicht auch Sachen einfordern können. Vielleicht, also ich würde sagen, es ist gut trotzdem, dass wir darüber diskutieren. Also ich bin der Meinung, man muss natürlich vorsichtig sein, was man in der Öffentlichkeit sagt, in was für Szenarien man diskutiert. Aber wenn ich mir einfach anschaue, was der wissenschaftliche Fortschritt in den letzten Jahrzehnten oder letzten 100 Jahren war, und ich liebe übrigens Science Fiction, es ist fast unmöglich, zu konservativ zu sein, auszumalen, was in 100 Jahren möglich sein wird und so. Also in diesem Sinne, ich sage nicht, dass das in 10 Jahren so ist, aber es kann gut sein in 50 oder 100 Jahren. Folgendes Gedankenspiel. Wir in Europa sagen, Eingriff in die menschliche Keimbahn oder Genome Editing bei Menschen insgesamt, das verbieten wir. Eine andere Nation sagt, okay, wir erlauben das. Und das ist natürlich die Frage, wie gut funktioniert das. Aber sagen wir mal, eine andere Nation sagt, wir erlauben das.
Und auf einmal haben wir eine andere Nation, mit der wir wirtschaftlich im Konkurrenzkampf stehen, wo die Menschen im Durchschnitt einen IQ haben, der 20 Punkte höher liegt, wo es geschafft worden ist, dass durch, wie gesagt, also das sind jetzt extreme Szenarien, aber es ist halt oft hilfreich, sich über solche extremen Szenarien Gedanken zu machen, wo die Menschen im Durchschnitt wesentlich intelligenter sind, dadurch einen Vorteil haben, wo man es geschafft hat, durch Genome Editing die Gesundheitskosten auf die Hälfte zu drücken, hat diese Gesellschaft einen ganz erheblichen Wettbewerbsvorteil. Also insofern, was Sie gesagt haben, man kann das, wir stehen vielleicht sogar unter diesem Zugzwang oder so kann es erscheinen. Und da müssen wir kollektiv als Gesellschaft eine Entscheidung treffen. Man kann sagen, okay, wir wollen das nicht und ethisch ist das nicht richtig. Und auch wenn das große Nachteile für uns als Gesellschaft insgesamt, als Wirtschaft bedeutet, sind wir bereit, den Weg nicht zu gehen mit allen Konsequenzen, die da dran sind. Das wäre vollkommen okay, wenn wir zu diesem Ergebnis kommen, aber das muss so diskutiert werden. Aber es wird wenige Leute geben, die wagen, das wirklich in aller Deutlichkeit so zu sagen. Hier ist noch eine Frage. Ja, ich habe im Grunde genommen vielen Dank erstmal an beide Perspektiven, das fand ich wunderbar. Aber ich habe im Grunde genommen die gleiche Frage in einer positiven Art und Weise gestellt, weil ich fand es sehr interessant, die Wissenschaft und die Kunst zu hören. Und deswegen würde mich die Perspektive von Ihnen beiden interessieren. Und zwar, jetzt haben wir Fridays for Future mit der Forderung Act Now. Und Sie hatten BASF angesprochen und Bayer Monsanto ist auch deutsch und gerade irgendwie Zugzwang, das finde ich immer seltsam ins Deutsche, wenn wir doch die größten deutschen Chemiekonzerne haben. Aber ich frage mich, was ist Ihre Perspektive oder Ihre Empfehlung aus der Kunst, aber auch aus der Wissenschaft, jetzt zu sagen, was heißt denn Act Now? Was kann denn die Gentechnik dafür tun, dass der Klimawandel vielleicht schneller durch Gentechnik positiv verändert werden kann, gerade weil Agrar ein großes Thema ist, aber oder ist es nur negativ? Mir sind biologische Mittel, um die Konsequenzen des Klimawandels und auch den Klimawandel selber zu begegnen, denke ich, sind ein extrem wichtiges Werkzeug, auf das ich nicht verzichten möchte. Und es gibt wirklich gute und spannende Ideen, was man machen kann. Also ich glaube, was gemacht werden muss, das erkennt inzwischen die Fachleute, die erkennen das alle. Was wir in den letzten 100 Jahren gemacht haben oder 150 Jahren, der Grund, warum wir jetzt in dieser Krise sind, ist, wir haben Pflanzen, die vor Hunderten von Millionen Jahren gelebt haben, die haben wir ausgebuddelt, deren Überreste haben wir ausgebuddelt und verfeuert. Und das ist jetzt alles in der Atmosphäre. Und es ist relativ klar, was wir machen müssen. Wir müssen das zurückholen, was in der Atmosphäre ist. Und das müssen wir wieder in die Erde stecken. Also das ist, glaube ich, sowas von logisch, brauchen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Wir müssen das rückgängig machen. Und da gibt es halt nur zwei Verfahren. Entweder kann man das rein technisch machen, ja, also rein über Ingenieurs Wesen und Chemie oder indem man Pflanzen benutzt. Das reicht nicht, einfach nur aufzuforsten. Man muss Pflanzen designen tatsächlich, die nicht nur Kohlenstoff fixieren, wie das alle Pflanzen tun, sondern die das auch in Verbindungen umwandeln, die möglichst schwer abbaubar sind. Da gibt es sehr, sehr gute Ideen, wie man das machen kann, aber das kann ich Ihnen garantieren, diese Ideen wird man ohne Gentechnik und Genome Editing, werden wir die nicht verwirklichen können. Wobei das ja schon eigentlich eine Reaktion darauf ist, auf den Klimawandel und keine Methode, um ihn aufzuhalten oder. Also wenn wir CO2, wir müssen CO2 aus der Atmosphäre entfernen und wir müssen versuchen, dass wir wieder auf den Stand von 300 Teilen pro Millionen, dass wir da wieder hinkommen. Also das ist für mich ganz klar. Den nur aufzuhalten ist nicht genug. Ich möchte, dass wir dahin kommen, wie es vor 50 Jahren halt war. Okay, also ich glaube, wir sehen, es ist ein unglaublich breites Feld, was wir diskutieren können. Wir könnten, glaube ich, noch sehr, sehr lange diskutieren. An der Stelle möchte ich unseren beiden Gästen ganz herzlich danken für ihr Engagement. Danke.